Was hat der hier vor? Was? Oder ist das ein Kopfloser? Guck mal, was noch. Das war ein Burger. Lass den mal da erstmal. In was? Wir fahren mal hinterher, den gucken, wo muss der hier sein. Hä? Lol. Was will denn der hier, Alter? Ich glaube, der fühlt sich verfolgt. I don't care. Das ist etwas, da liegt ausgemacht. Ah. Ist das ein Sie? Ist das ein Bulle? Nein, das ist ein Sie. Mieses Stück. Mein Gott, oh ja. Warte, was wollen wir machen? Ja. Hochnehmen oder so. Meinst du? Ja. Ein bisschen nur so ein bisschen zu kriegen, dass der wirklich Rufwerk baut. So, okay. Dass er den Rider fahren kann. Also ausrauben ganz normal. Ja, freilich. Okay. Oh Gott, Junge. Ja, das ist doch was sie macht, weil Regenverkehr ist der Motorrad nicht gerade unten, nicht gerade gefährlich, weil wir kein Ausweich. Mhm, na doch, versucht. Jo, was? Ja, wow, was hat es gebracht? Kannst du mal auf die Reifen schießen eventuell? Ja. Warte, ich sag jetzt, dass er anhalten soll, Moment. Anhalten oder wir schießen! Ah, cool, ich kann das eh kaputt. Guck mal an. Und runtersteigen. Aus dem Wagen aussteigen. So, junge Frau. Wie viel Bargeld haben Sie dabei? Hallo. Wie viel Bargeld haben Sie dabei? Wie viel Bargeld haben Sie dabei? Ja, hallo. Ja, hallo, wie viel Bargeld haben Sie? Ich glaube, die hört uns nicht, kann das sein? Gut möglich. Hören Sie uns? Also, ich sehe, dass die Lippen sich bewegen, aber. Bin ich Hausnummer 3? Du bist die 3, ja. Hören Sie die Hausnummer 45? Sag ja. Frag mal, ob sie dich hört. Hören Sie mich? Hören Sie mich? Nee, sie hört sie auch nicht. Ja, gut. Ich glaube nicht. Ja, wow. Das ist jetzt ein bisschen fail. Merke ich, höre sie reden weg. Ja, bestimmt einen Punkt, die er vorhin gerufen hat, also 100%. Aber ja, das gut, ist doch, das ist doch fail, Alter. Ja, wenn die mich nicht hört, das ist, du hörst ja, mich das ja, ne? Ist, ja. Die hat aber auch so hier, wie, weißt du, vom Alex noch, ist das so ein Roboterstimme? Warte mal. Ich fang genau da. Die fahren genau zu uns. Ach, das sind die Homies wieder. Mhm. Lol, ist er da. Warte mal, ich glaube, den kenne ich. Ja, das ist JB, oder? JB, bist du's, Mann? Oder. Na, da sehen wir dich ja wieder. Ja, sicher, Mann. Wo ist denn der Digga? Digga, was machst du? Kollege macht gerade Führerschein, ha? Was, ein Auto? Hä? Für Auto oder was? Ja, Mann. Wurde ihm abgenommen oder wie? Nein, Mann, der ist erst seit paar Stunden hier, ha? Ja, also er hat aber keinen gemacht oder wie? Ne, ich zeig ihm halt alles so, ne? Ach so, erstmal im Start. Genau, da haben wir ihm erstmal Auto besorgt und das alles, ne? Na, seid ihr irgendwie auch eine Gang oder so? Oder warum fahrt ihr im Grün? Nee, sind wir nicht, Mann. Ja, also wir sind ein angehender Mafia, wie man sieht. Dementsprechend haben wir auch, diese Waffen. Wenn du willst, ich hab noch eine Karabiner für dich, weil mir jetzt auch, wenn du eine kaufen willst, ich kann eine verkaufen. Eine Karabiner? Ja. Eigentlich zu Hause im Schrank. Wie viel kostet so ein Ding, hä? Naja, ich will auch ein bisschen Gewinn machen. Ich kauf sie für 180 und verkauf sie für 200. 1000. 200.000. Ja, ich muss auch ein bisschen Gewinn machen. Weil ich kauf sie schließlich für 200. Nein, für 180 darum, oder? Bro, also so viel Geld habe ich noch nicht, ja?
Na, wie war's denn? 63, Mann. Na gut, dafür bekommst du nicht mal das. Das ist schon geil, das Ding, oder? Willst du das haben? Ja, wäre nice, Mann. Ich hab nur mal so einen Kofferraum bei mir im Auto. Kann man bestimmt ja mal gebrauchen, die Straßen sind unsicher, Mann. Ja, Mann. Da drüben ich meine, ich sag mal so, ich bin noch nicht ganz unbewaffnet, hä? Na, gut. Ich meine, ich habe hier so einen Teil, hä? Ja, ich hab das geht schon von Anfang an. Da drüben ist ein Geldautomat, wenn du möchtest, hol 3000, gib nicht klappt mehr Sachen. Ja, Mann. Wir passen auf deine Kamera ganz klar. Ja, warte mal, ich geh mal eben kurz, ne? Ja. So, ein bisschen Geld gemacht, guck mal an. So schnell geht das. Ja. Kannst sagen, ins Boot besser. Perfekt, Mann. Na, ja, pass auf, mit den Cops ist eh so komisch, ja. Ich hatte kaum Kontakt zu denen, ne? Bis na, auf letztens. Wir stehen eher negativ zu den Cops. Mhm. Wir machen dann einfach das. Und dann sind sie weg. Ja, ich sag mal so, Mann. Meine Zukunft steht offen, ne? Ja. Weil wir haben so inkompetenten Polizisten davon verfolgt, weil ich hab den gestern, hab ich mit der 50er umgenietet. Also einen drüber gebraten, weil er hat mich verfolgt mit meinem Moped und dann hat er mich nicht getasert bekommen, also hat er daneben getasert. Hm. Und dann wollte er mir auf mich schießen, ich so, nix ist, Pistole raus und über den Kopf gezogen. Vorhin war ein Kollege, der war gesucht und dann hat der Kopf mich zufällig angehalten, weil ich Müdi gezogen habe. Hm. Und dann hat mein Kollege sich mit ihm gestritten, ihn einen mit der Faust drüber gebraten, nach einem Schlag lag er auf dem Boden. Alles klar, Mann. Dann wurde er vorhin niedergeschossen von einem Feuerwehrmann. Ach, alles klar, Mann. Weil er inkompetent war. Der war total kompetent, der Junge. Ich sag mal so, Mann. Ich hab hier gerade eine Kreuzung weiter. Habe ich einen Feuerwehrmann dezent weil fliegen sehen, ha? Mit dem Auto, Mann. Die fahren hier manchmal echt beschissen, die Leute. Die können irgendwie echt nicht fahren, Mann. Ist das dein Kumpel da hinten? Das ist mein Kollege, ha? Ich glaube, der hat bestanden, so wie der rumläuft, ha? Ja. Oh, bestanden! Oh, ja, Bruder, genau, Gott, nice, Mann. Ach, ich hab mal eine Frage, Kollege. In Grau. Da, graue Jacke. Jo, jo. Brauchst du ein Klappmesser? Wie viel? Kannst du den Kollegen fragen, der hat auch schon eins gekauft gerade. Ja, 3000, Mann. Das ist so ein schickes, legales Messer. Wenn du eins haben willst, kauf ich dir eins, ne? Jo, das war nice, Mann. Das Geld gebe ich dir später. Also noch eins? Ja, Mann, warte, ich geh nochmal eben kurz zum Automat. Ja, da muss ich zur Garage und das aus dem Auto rausholen. Ja, keine Ahnung. Kann mein Kollege mal kurz auf den Kuruma aufpassen, bitte. Na klar. Aber wir warten dann hier so, hä? Hm? Ich geh kurz zum Automat, hä? Ja, ich renn zur Garage, hol ein Klappmesser aus meinem Auto raus und dann gebe ich ihm das dann gleich da. Und perfekt, machen wir mal. Gut. Danke. Jo, okay, bis gleich, Mann. Ja. Jo. Bis gleich. Ja, oh, please. Jo. Wer heißt er noch gleich, Mann? Ich bin Matthias, Mann. Oh shit, Mann! Holy shit, was ist das für ein Ding, Mann? Das ist, ein scheiß Auto. Das ist aber fett, Mann. Ja, das kann ich nicht umerkennen, Alter. Holy shit. Da vorne fährt ein Burger, das sieht man da. Siehst du Motorrad da vorne so rumgefahren? Ne, was? Da ist ein Burger, guck mal. Ein Burger, was? Ah, hier, ein Burger. Ah, ja. Hallo? Ah, der hat Hallo gesagt. Ich glaub, den kenne ich. Servus. Grüße. Oh, alles klar bei dir? Ja, und bei euch? Ja, wir fahren gerade in die City, weil ich muss immer zu Jam Taschen verkaufen und so. Ja, wisst ihr denn, ob. Hat irgendjemand von euch eine Barty oder so, die ich abkaufen könnte? Nein. Ach, okay. Ich geb dir Kuruma ganz gerne abkaufen. Naja, wie viel? 55. Der ist da jetzt komplett original. 55.000. Ja. Ja. Dann wird's. Wie viel kostet der neu? 65 oder 75 oder 70. Von beiden. Okay. Der ist schon ein bisschen so ein Witz. Hast du eine Rasse? Wie viel kostet denn ein Barty Neupreis? Weißt du? Oh, keine Ahnung. Nein, weiß ich auch gerade nicht. Also wie gesagt, Kuruma kann ich da verkaufen, wenn du willst. Nee, ich spare gerade 100.000. Hab schon 50.000 gespart für ein Mercedes CLS.
Oh Gott, Junge. Oh, Alter. Das war meine Spur. Hm? Ja, du bist eigentlich relativ in der Mitte gefahren das, von da. Das war meine Spur, ne? Ja, ist mir auch aufgefallen. Hab ja. Ein bisschen schnell. Alles gut. Ich war auch gerade am Wheelie ziehen wahrscheinlich. Pass auf, da steht direkt ein Polizeiwagen, ne? Der scheint leer, aber da stehen Leute hinter. Wer oder was schießt hier, Mann? Das ist da oben, warte mal. Wow. Was ist da los, Mann? Ist da oben, Alter. Steig auf. Ja, ich bin drauf. Was ist da los, Mann? Nicht, dass du uns anschießt, Mann. Ich greif da als einer, Alter. Junge. Alter. Da, ey! Ey, das ist doch die Olle. Das ist die. Das ist. Steig auf. Ey. Yo, shit. Schießt man. Schießt der Fenster, das ist top. Pass auf. Alter, yo. Alter, yo. Was ist denn passiert, wenn du fallen darf? Wir hatten gerade eine Auseinandersetzung mit einer netten Dame. Ich habe uns geschafft und ich hatte einen Kopfschmerzen, was dann bringt da. Okay. Wie geht's Ihnen denn? Gar nicht gut. Aber eine Schulter. Fuck. Eine Schulter, aber einen Schuss haben Sie nicht gefangen, oder? Doch, mich hat's voll erwischt. Ja, und zwei dazu möchte ich hatte dann Kopfschmerzen und alles wieder. Hey, mir, okay, ich kümmere mich jetzt erstmal um den einen, dann kümmere ich mich um den anderen, weil jetzt... Ich brauche keine mehr. Sicher? Okay, dann kümmere ich mich erstmal um sie. Ich werde sie jetzt am besten gleich mit ins Krankenhaus nehmen. Bitte, ich fühle mich gar nicht gut. Darf ich ihn begleiten, weil es mein Kollege ist? Ja, natürlich, sie können als Beifahrer dann gleich einsteigen. Ich habe mein privates Fahrzeug bei mir. Ich fahre ihn einfach hinterher. Okay, dann kommen Sie bitte einmal kurz mit. Sie können sich gerne bei mir abstützen mit der richtigen Schulter, mit der guten. Sekunde. Uff. Müssen wir einmal ganz kurz hier rumlaufen. Uiuiuiui. So, einen Moment, ich mach das jetzt mal ganz kurz anders. So, wir kriegen das alles wieder hin. Das wird gleich besser. Ich hoff's. Oh, die Schulter. Wow. So. Ach, okay. Ich gebe mir jetzt mal ganz kurz ein. Das ist auf jeden Fall ein bisschen. Okay. Aber halt auch, sie werden auf jeden Fall noch was spüren. Achtung, das ist eine kleine Spritze. So, und rein damit. Super, ganz brav, kriegst nachher einen Lolli. Kugel ist anscheinend noch drin, ne? Wie ich es gesehen habe. Ja. Das fühlt sich auch an. Ja, es sollte jetzt aber gleich besser werden. Das sticht richtig. Ja. Es braucht 1-2 Minütchen, bis das wirkt. Aber so langsam sollte es jetzt auch wirken. Ja, der Arm fühlt sich komisch an. Ja, das Betäubungsmittel ist relativ. Also ist noch nicht ganz so stark, was ich Ihnen nachher geben werde. Die Operation.
Aber das ist jetzt auch so eins, das betäubt den Arm ziemlich. Ja. Nachher, wenn sie dann gar nichts mehr merken. Ich könnte sie auch in Narkose versetzen, wenn sie das möchten. Vollnarkose oder halt Narkose. Ungern. Ungern, okay. Nee. Dann, sie können sich gerne abstützen. Welche Schulter ist es nochmal? Die rechte, die linke, oder? Linke ist es bei mir. Linke, okay. Dann ja. Stützen sie sich bitte hier einfach mal ab. Ja, okay. Super. Ja. Der Kollege kann auch mit reinkommen. Okay. Ja, ich komme rein. So. Ja. So, dann kommen sie bitte einmal mit. Da müssen wir zum Glück nicht röntgen, weil das sieht man jetzt leider. Ja, das. Ich will es mir nicht anschauen. So. Dann die linke Schulter. Ja. Puh. Ja, doch, jetzt merke ich die Spritze langsam. Ja, jo, jetzt kriegen sie. Jetzt können sie noch entscheiden. Ich weiß nicht, wie zurechnungsfähig sie jetzt noch sind. Darf der andere für sie entscheiden oder. Ich mache das schon selbst, das geht schon. Gut, also sind sie zurechnungsfähig. Ja. Okay. Wollen sie Vollnarkose haben, Halbnarkose oder wollen sie gar keine Narkose und dafür einfach nur ein Mittel, das ihren komplett... Was passiert danach? Nach der Vollnarkose werden sie in den Aufwachraum gebracht. Nach der Halbnarkose bleiben sie einfach hier. Mhm. Sie kommen davon... Sie sehen zwar alles, also sie sehen halt nur die Lampe da oben eigentlich, also die Decke, beziehungsweise die Lampe. Also Vollnarkose würde ich jetzt auch nicht empfehlen, eher eine Halbnarkose, okay, aber müssen Sie jetzt entscheiden. Ja, machen wir Halbnarkose? Das. Ja. Gut, dann ist der nur der Arm oder ist der gelähmt dann? Nee, das oder? Ist jetzt, das ist jetzt so für Sie, achso, jetzt ist eine Spritze. Oh. Achtung, jetzt und rein damit. Super. Okay. So, das lähmt jetzt Ihren halben Oberkörper bis zur Schulter und Arm. Das dürfen sie eigentlich nichts mehr merken, das wirkt sofort. Ja, ein bisschen, also wenn ihr jetzt dahin fasst, in die Wunde rein, ja. Wäre jetzt ein bisschen an die Wunde, das dürfen sie jetzt gar nicht mehr merken, gell? Ja, jetzt muss ich es sagen, ne? So. Dann, Fühlt sich ein bisschen besser an. Ja, das ist ein ziemlich starkes Mittel. Ich hole mal ganz kurz das Desinfektionsspray. Ja. Ja, das beruhigt. So, Achtung, Achtung, das ist jetzt eins, das brennt, aber das dürften sie jetzt eh nicht merken. Achtung. Ja, so. War ein bisschen kühl, aber sonst. Ja. Zum Glück, dass sowas ganz Schlimmes passiert, dass das zum Tod geendet. Dass sie mich nicht irgendwo anders erwischt hat. Na, und ich war das hält fast in meinem Kopf, ne? Ich mache jetzt mal ganz kurz weiter. Ich war ja auch weg und ich hatte dann Kopfschmerzen und dann war ich ja wieder da. Oh, wow. So, So, dann hole ich mir jetzt mal ganz mit einem Ruck schnell die Kugel raus. Ja. Und weg. Ja, okay, hat ein bisschen. Das haben sie jetzt ein bisschen gemerkt, ne? Natürlich. Ja. Das ist jetzt auch nichts Kleines für den Körper. Ja. So, die Kugel. Wollen sie als Souvenir haben oder nicht? Vielleicht kann ich da dir, der Alten, die zurückgeben, weißt du? Natürlich. Ja, ich glaube, ich selber. Ich glaube, ich kann die auch austeilen, die Kugel. Ja, ich hoffe, wir finden die wieder, Alter. Ja, noch. Ich leg die jetzt einfach mal dahin nach. Ja, okay, danke. Wenn sie so wollen. So. Ja, schmeiß das mal runter, genau. Tommy, weißt du, was das für ein Kaliber war? War ein 50er. Oh Gott. Das war die hier, die ich auch hatte. Die ist richtig rein, weißt du? Ja, so, ich nähe das jetzt Ganze mal ganz kurz zu, ne? Ja, okay. Ich mache jetzt also, einfach mal 6 Stiche, das ist jetzt ganz gut im Kreuzstich. Okay. Das werden sie jetzt ein bisschen merken, aber auch nicht so. Hoffen wir's. Also, Herr Sanitäter, das war diese Waffe, die ich auch gerade in der Hand habe. Die 50er. Okay. Das ist eine ziemlich große Waffe. Ja, die haben mich voll erwischt, Mann. Ich erkenne die 50er von beiden. Ja, das ist eine riesen Kugel gewesen. Schauen Sie sich die mal an. Die ist wesentlich größer. Die ist wesentlich länger. Schauen Sie sich die mal an in meiner Hand. Ja, wir haben die selber. Ich kann auch einfach nicht verteilen. Ich habe so eine große Kugel noch nie gesehen, glaube ich. Ja, das ist die 50er, die hat schon groß. Also ich habe sie gespürt. Ich glaube, mehr wollen sie auch nicht. So, dann mache ich kurz eine Bandage drum. Ah, bitte. So. Ey, ich zahle das heim, das kann die sich hinter die Ohren schreiben. Die erkennt man ja eh von Weitem, die 50er, die ist ja wesentlich. Ja, die hat einfach das Feuer eröffnet, ne? Ja. Okay, hat sie sozusagen ihm Bescheid gegeben, dass sie schießt? Nein, also... Es ist vielen Schüssen mit Eimer. Sie hat uns gerammt und dann habe ich von meinem Motorrad, ich habe ihr gesagt, dass sie anhalten soll, habe ich auf ihren Reifen geschossen. Gut, Moment, ich gebe ihm kurz Adrenalin, das weckt die ganze Hälfte wieder auf. Ja. Aber sie brauchen jetzt keine Polizei von mir, ne? Wir machen das von alleine.
So, dann gibt es wieder eine Spritze, die dürften Sie jetzt merken. Ja. So, Achtung, und rein. Und durch. Ja, das ist eine große Spritze, ne? Ja, das sind viele Prozesse. Ja, genau. So, jetzt könnten Sie auch wieder aufstehen. Sekunde. Mal runterkommen. Uiuiui. So, einmal hier runterkommen bitte. Ich helfe Ihnen ganz kurz. Ein bisschen schwindelig ist man noch. Ja, natürlich. Einfach ein bisschen, Sie können sich da auch kurz hinsetzen auf die Plattform wieder hier. Ja. Oder einfach ganz ruhig stehen bleiben. Ich bringe kurz ein Glas Wasser. Ja, ich glaube, ich bleib stehen, ja. Gut, dass nichts weiteres passiert ist, also außer in Anführungszeichen. Ja, die hätte, so Alter. Ich weiß nicht, wenn die mir einen Kopf geschossen hätte oder meine Eier weg. Stell dir vor. Ja, also Kopf im Messer wirkt aber, glaube ich, tot gewesen. Ich glaube, da wäre ich richtig weg. Weil der 50er, die hat ein bisschen Wumms. Das war 100% eine 50er, weil die war so lang. So, da hätten sie einmal was zu trinken. Okay, dankeschön. Das einmal kurz bitte trinken, dann wird es ihnen jetzt auch gleich wieder besser gehen, auch mit dem Kopf jetzt. Ja, eine Sekunde. Wie gesagt, ich hole ihnen jetzt ganz kurz mal Krücken. Ja. Dann lege ich ihren Arm auch noch in sozusagen in einen kleinen wo rein, dass ich... Ich glaube, damit können Sie jetzt mit dem Fachbegriff nichts anfangen. So kleinen Gips so eine Schlinge ist es halt einfach. Da lege ich jetzt einfach mir vorstellen, ist das so eine L-Haltung, oder? Bisschen? Ja, genau. Okay. So, dann lege ich das einmal ganz kurz über Ihre Schulter und an ich den glaube, du Arm. Musst mal deine Maske abnehmen. Das ist gleich etwas respektvoller. Ja, Entschuldigung. Ja. Ich habe damit gar kein Problem. Okay. Ja. Ich bin nicht die Polizei, also. Also Sie brauchen keine Einschaltung wegen der Schießerei. Wir kennen das alleine. Wir machen die Vorbereitung. Alles gut. Ihn kenne ich auf jeden Fall. Sie kennen mich. Ich glaube, Mr. Gaber, ist es richtig? Ja, das bin ich, ja. Ja, genau. Und auf jeden Fall, ich versichere Ihnen, Sie schluckt von mir auch nochmal die 50er Kugeln. Ja, Digga, wir zahlen dir das heim, aber lass erstmal Ruhe einkehren hier, Alter. Oder Sie schluckt Karabiner Kugeln, kannst du ja auch suchen. So, ich habe Ihnen jetzt eine Krücke, die passe ich Ihnen jetzt auch noch ganz kurz von der Größe an, weil damit können Sie sich ein bisschen besser jetzt stützen. Ja. So. Die nutzen sie einfach nur bis sie draußen sind, weil Krankenhauspflicht müssen sie damit raus. Ja, danke. Also einfach mal mitkommen, weil laufen können sie eigentlich, aber ich muss das machen. Dem anderen, Mr. Gaber, Ihnen fehlt nichts, oder? Nein, mir ist alles okay. Sie können auch Tommy zu mir sagen, also. Wie? Tommy. Tommy, okay. Ja, ich bin Tommy. Gut, einfach mal mitkommen. Ja. Also mir fehlt nichts. Ich wurde hier schon behandelt, wo ich irgendwo nach meinen Kopfschmerzen und so. Also. Wenn jetzt sonst nichts mehr sein sollte, ich würde jetzt, wie gesagt, es ist jetzt genäht worden. Ja. Sie kommen jetzt, ich gebe Ihnen jetzt mal hier einen Termin. Okay. In bitte einem Monat kommen Sie bitte nochmal hierher und lassen die Fäden ziehen. Hm. Dort wird dann also Fäden gezogen, nochmal nachgeschaut, wie das abgeheilt ist und so weiter. Ja. Also, Sie können ja nicht immer mit den Fäden rumlaufen. Das sieht ja auch irgendwann komisch aus, wenn Sie mal schwimmen gehen wollen. Ja, zum Beispiel. Ja, außer Sie schwimmen mit T-Shirt. Nein, Spaß. also, wie gesagt, in einem Monat sehen wir uns nochmal. Da ziehe ich dann die Fäden raus und schaue, wie es abgeheilt ist. Gut. Wenn jetzt sonst nichts mehr sein sollte, dann danke, würde ich Sie mit in das. Retter in der Not. Genau, die Krücke können Sie mir wieder geben. Ja, Sekunde. Super, danke. Als vorne das Tor offen und wieder rausfahren kann mit meinem Fahrzeug? Nee. Ich muss aber selber raus, ich habe einen Einsatz. Ach, so, gut, dann wünsche ich auch noch einen schönen Tag. Ja, vielen Dank nochmal. Ciao. Ja. Uiuiui. Ich bin nicht so schnell. Alles gut, mach langsam. Wir müssen hier mal raus, ich zahle der Alten das Heim, Mann. Ich sag dir, die kriegt Karabiner googeln. Oh Gott, mach komm, fahr, danke. Danke. So, ich hol's meine Karabiner von zu Hause, wenn ich sie sehe, dann klatsch die Alte weg. Alles klar. Oder ne, okay, gut. Nein, sie darf dieselben schlucken wie wir im Club. Sie darf 50er Bogen schlucken. Wieso, du willst gar nicht, die hat in der Brust, das, weißt du, wie dich das weg, als ob dir ein LKW in die Brust fährst, Junge. Ich hab's im Rücken. Boah. Oh, wo ist dein Kopf denn hier? Kopf. Andern, weißt du wie das? Ich fühle mich wie ein Drogenjunkie in Frankfurt. Ja, super. Mal ein bisschen was bequemeres für deinen Körper. Ja,
Es geht, also die Sitze sind ja auch ein bisschen bequemer als die Trage im RTW. Das war rohes Plastik. Mir fällt's gerade nicht ein. Steht die Schlampe da? Was? Warte. Wo? Da steht jemand da oben, warte mal. Ja, wo? Eine Frau in Rost. Ich sehe gerade niemanden. Der beim Aussteigen macht das immer noch so ein Ziehen in der Brust. Da links, da steht eine Frau in Rot, siehst du die? Ja, aber ich glaube, das ist die nicht. Ich bin nicht so schnell. So, und wie geht dann jetzt hier nur weiter, Herr Polizist? Gut, das ist die Dame nicht, nein. Nee, nicht, okay. Und er geht. Ach, servus. Ich sag mal, hast du vielleicht eine, ich weiß nicht, was war das, eine so eine braunhaarige gesehen irgendwie? Mit, ich glaube, die hatte schwarze Lederhosen, hatte die an. Nee, warum? Weil die hat mir übelst in die Brust geschossen. Weißt du, wie die Kugel durchging? Was hat die? In die Brust geschossen, Mann. Mit einer 50er. Ich war gerade im Krankenhaus, Alter. Okay. Alter, das ist mit einer 50er Pistole. Ja, ich kann nicht Bescheid geben. Ja, falls du die siehst, kannst du Tommy mal sagen oder so. Ja, das kriegt die zurück einfach. Also, dass der Herr da hinten noch lebt, wundert mich. Was? Dass der hier lebt, wundert mich auch. Die Herren? Tag. Was soll denn das heißen? Guten Tag, kann man hier helfen? Ja, ich hab grad das Gespräch so ein bisschen mit gehört. Ja, wir hatten gerade keine Ausnahme. Dass sie der Frau genauso wieder zurück schießen wollen oder sonstiges. Ja. Ich sag jetzt nichts, ich will nur, dass sie es lassen. Ja, ich wollte das mal alleine so, ich bin auch aufgeregt von der Adrenalinspritze. Das ist vom Notarzt. Das kann gut sein, aber ich würde es ihnen abraten, ne? Sagen wir es so. Ja, wir überlegen. Ich bin stinkwütend. Ja, das kann ja auch gut sein. Ja, warte, ich bin nicht so schnell. Entschuldigung, sind Sie der Herr, der im Twitter nachgefragt hat, irgendwie im Lexus? Ich höre Sie zwar nicht, Sie reden, aber ich höre Sie nicht. Hörst du ihn, Kollege? Ich höre ihn nicht, nein. Ich höre ihn nicht, nein. Doch, er weiß plötzlich. Jetzt. Sind Sie der Herr mit dem der ja, Lexus? Ja, ich gut. Bin der. Ich muss noch mal ein paar Klappmesser rausholen. Ich habe ein paar Klappmesser gelagert. Also, Sie können sie mitkaufen, wenn Sie wollen. Sind, glaube ich, zwei oder drei Stück hinten drin. Nee, ich brauche kein Klappmesser. Nee, echt nicht. Nee, alles gut. Ja, dann komm mal kurz mit zur Garage und komm kurz raus damit. Jo. Ich stütze mich mal ab oder sowas, ja. Nicht wundern, ich hatte gerade Schuss in der Brust. Willkommen im Club, hatte ich heute auch. Die Wunde tut verdammt doll weh. Oh, ja. Aber Tommy, weißt du noch, was die gefahren ist für ein Auto? Das war doch irgend so ein Lowrider oder was das war? Die hat mir mein Motorrad geklaut, das weiß ich auch. Hallo? Die Schlampe hat mir mein Motorrad geklaut. Die Schlampe kriegt sowas von zurück, ich sag's dir. Nein, ich hab kein Geld. Die bekommt Karabinerkugeln in den Arsch, Alter. Ja, das mindestens die 50er wieder. Dann hat die Polen offen, Alter. Hast du die Patrone zufällig mitgenommen aus dem Krankenhaus? Nee, hab ich nicht. Ah, scheiße, ich hab die vergessen. Wir haben die doch auch. Ja, gut. Ich dachte nur, das wäre vielleicht ein bisschen epischer, weißt du, wie in diesen Mafia-Filmen, wo die dann die gleiche Kugel nochmal benutzen. Das wäre cool. Oh man, jetzt viel Action jetzt. oh shit. Geil. Hallo. Geiler Pulli, Mann. Danke, Mann. Den habe ich seit 3 Monaten. Ja, nee, jetzt sind es 4 Monate an. Mann, der sieht richtig fresh aus, Mann. Das passt. Danke. Ja, ich weiß nicht, ob ihr mich überhaupt kennt. Noch nicht gesehen. Ich war damals mal hier im Staat. Jetzt ist mein Verwandter hier und jetzt ist er im Urlaub und ich habe den vertreten. Hm. Ich bin der Peter Allmann. Bist du nicht ein Blatt? Mein Verwandter ist ein Blatt. Ich war mal ein Blatt, aber ich vertrete den ja, wie gesagt, für den Eintrag. Du redest immer so komisch, aber ich das irgendwie, ja. Ja, kennst du mich? Ja, ich kenn dich. Er hat schon mal Kontakt.
Ja, das kann sein. Bist du der, der blaue Haare hat? Das bin ich nicht, nein. Achso. Jo, kann der nicht einpacken? Nee, der ist zu kacke zum Kacken. Ja, gut, das alles klar, Mann. Ich hab sogar abgenommen im Gesicht. Bist du. Ach, da halt für dich. Was ist los? Hast du gerade gesagt, ich stinke? Nein, tu ich nicht. Ja, geh mal duschen. Nee, das ist mein. Nee, 4 Monate will ich jetzt schon nicht. Ja, geh mal duschen, Alter. Nee, das ist mein Parfüm. Ey, der riecht ja voll gut, Mann. Der riecht gut, Mann. Der riecht gut. Mein Kollege gibt mir noch mal Geld geben, Alter. Stopp. Ja. Ich wollte euch auch nur Bescheid sagen, dass ihr jetzt wieder Angst haben müsst für den einen Tag. Ja, für euch war der gefährlichste Mann im Staat. Scheiße, ich will keine Angst haben, Mann. Nein. Musst du aber. Oh, scheiße, Mann, jetzt kann ich nicht mehr schlafen. Ey, ja, Mann, besser Alter, ist er. Oh, scheiße. Wir dübeln uns zusammen ein, yo, dann geht das. Dann sind wir Freunde, Mann. Ja, aber nur das, was ich jetzt seit 3 Jahren im Keller hab. Ja, wieso lässt mich mein Kollege jetzt im Stich? Der fährt ohne mich. Ja, der haut einfach ab. Ja, vielleicht stinkst du ja und du hast dich selber gerochen. Das. Mama. Der hat mich gedisst. Ja, besser ist das, wenn du deine Mutter anrufst. Mama, wo bestell dir mal du, schöne Mama? Grüße von Peter Allmann, die kennen wir ja noch. Ich will keine Angst vor Peter Allmann haben. Du musst Angst vor Peter Allmann haben. Nein, bitte nicht. Sorry. Geil. So, sorry. Sonst lasse ich meine Maschine kostenpflichtig transferieren, die 738. Ne? Oh, Alter. Der Typ, ne? Entschuldigung. Ja. Ja, okay. Super. Bitte wähle ein Ziel okay für Carsten Leper. Nee, mein Auto ist nicht okay, wenn sie. Oh, das hat jetzt ordentlich Damage. Ja, das Ding ist am Arsch. Komm mal kurz, Thorsten. Sag mal, was ist denn hier am Meeting Point? Was sollte das gerade? Sie wissen schon, wie ich fahre, dieses Auto ist, oder? Ist das die Reparatur nicht kaputt von dem Wagen ist? Ey, hör auf. Und ich würde gerne, dass wir das bezahlen. Ja. Hallo, können Sie reden? Sie reden nicht. Der Herr vor mir, können Sie reden? Ja, ich kann reden. Super. So. Für mich ist keine Witze, was das soll. Erstmal ein Fehler von mir, ich war zu schnell. Und ja, Mann, ein Fehler von dem, der ist einfach rausgefahren, ohne zu gucken. Ja, bist du, Digga? Ja, das war teilweise, aber trotzdem möchte ich, dass Sie auch teilweise die Rechnung mit begleichen, dass wir uns da unter aufteilen. Lassen Sie mich das machen. Ja, ich mach mal kurz die Haube auf. Einen Moment, ich hab ne Idee. Ich guck mir das mal an. Ich hol mal einen ganz kurzen Spezialist. Gut, machen Sie bitte das. Bleiben Sie hier, wenn Sie sich entfernen, werden wir nach Verhandlungen nach Ihnen ausstellen. Ja. Ich bleib hier. Ja, wie teuer wird es dann? Müssen Sie dann ADAC fragen, wie teuer das von dem Auto ist. Ja, das muss der Spezialist deuten. Der muss ja alles wieder ausbeulen und reparieren kommen. Ja, ich bin Gutachter, ich kann Gutachten erstellen. Das ist ja nicht gerade billig bei dem Wagen. Das klingt unseriös. Ja. Ich bin Gutachter, Mann. Ja, für dich ist gut, aber du bist Taxichef, du Affe. Mein bitte. Na, ich rede mit dem Herrn von der Bundeswehr. Der Affe ist Taxichef, okay, Gutachter. Mann, Ruhe. Leute, die jetzt nichts damit zu tun haben, könnt ihr mal bitte gehen. Das ist hier. Der Herr vor mir, bitte verlassen Sie das, den Unfallort. Und Sie auch, der im Schwarzen. Der Herr im Schwarzen hat eine Frage, den bitte ich trotzdem aufzuteilen. Wollen Sie Stress mit der Bundeswehr? Keiner redet so mit mir. Keiner. Ich gebe Ihnen einen Tipp, wenn Sie noch weiter so frech sind, gehen Sie in die JV. In Jobcenter. Komm, um die Ecke, komm, um die Ecke, komm. Komm, um die Ecke. Also, wollen der heute, Kollege? Ich komm gleich wieder. Leute, schenk dir nicht so viel Aufmerksamkeit. Oh fuck. Der hat die Scheiße übelst eingedellt, Mann. Ja, das Ding ist. Die ganze Front ist verkratzt. Jungs, kennt ihr den Besitzer dieses Fahrzeugs? Nein. Erstens.
Das, was ich gerade fahre, ist geklaut. Das Grüne, keine Ahnung. Ja. So, wo ist der Helm? Ich würde nicht damit fahren, das gehört einer Gang. Und ich würde einfach das jetzt abstellen, sonst habt ihr mega Probleme. Ja, okay, die kann mir lassen. Der hat es eingeschissen, der Penner. Ja, sehr. Boah, der nächste kriegt er. Den Namen kennen wir leider schon. Oh, falscher Muskelpunkt. Alles gut. So, kommen wir zurück zum Thema. Ja. Warten Sie ganz kurz, kann sein, dass gleich ein Begutachter vorbeikommt. Jo. Mann, der Wagen war so schön. Ja, kein Kratzer, aber auf einmal Boom. Tot. Weißt du, statt mal irgendwie ein bisschen auszuholen, der hat noch nie was von Mindestabstand gehört. Also ich muss sagen, er war gerade schon an dem Parkhöhen. Also er hätte bestimmt noch den Lambo und den anderen R6 noch mit erwischt. Das ja, der hätte den bestimmt auch noch mit erwischt, denn. Ja. Vielleicht sogar noch den Polo. Oh, jetzt ist der Penner wieder da, Alter. Junge, der kriegt gleich eine Bombe von mir, aber persönlich, Alter. Jetzt fällt er den Typen noch um. Aua, ey. Ja, okay, Alter, der ruckelt mir ein bisschen zu stark. Ich glaube, der ist aus der Haltung raus. Leute, ist das okay, dass ich habe jetzt ein Geld gegeben? Wird das reichen? Sekunde, wie viel hast du mir gegeben? Ich kann das leider 500. Nicht. 500. Weiß nicht, was sagst du? Also mehr. Ich glaube, das reicht. Das müssen mindestens, ich denke, das sind mindestens. Ja, okay, warte, ich gebe mir rein. Ey. Junge, dieser Spaß. Hey, let's get moving, okay? Warte, bleib mal kurz stehen, ich gebe dir das rüber. Hallo! Die kopflosen Ring auf. Doch. Ja, ich glaube, es gibt so. Nee, muss man nicht. So. Nee, der ist das. Ich kenne das. Der ist aus der Halterung raus. Weißt du, der ist unten mit so drei übelst festen Schrauben festgemacht. Ja. Und die sind safe locker. Also, das ist nicht normal. Rucki, die Welt bei Ihnen auch so komisch gerade? Ja. Oh Gott, was ist das erzählt? Bisschen. Schon. Na, es geht. Ja, jetzt geht's wieder. Nur dein Stream sehe ich nicht mehr flüssig. Hm? Und Nacho! Jo! Genau das braucht Kunden! Oh Gott! Alter, und das ist Notarzt! Junge! Ich mach das selig fertig, ja? Sag ich auch, dann kann ich jetzt mal ganz kurz einzahlen gehen. Das ist was? Mein Bargeld, ich hab nur. Ja! Scheiße! Junge! Fuck! Will der auf die Fresse, der Sack, Scheiße. Oder was? Ah, fuck. Ah. Oh, Scheiße. Au, fuck. Ganze Bauch, Knie. Scheiße. Hilfe, Rettungswagen! Hilfe! Oh! Fuck! Oh Gott! Und Tag, die Rechnung geht auf mich! Oh, scheiß Hilfe. Dreck! Ich guck mal, ob ich. Hier hast du mal eine. Fuck, Seite. Alter! Ich hab's nicht gesehen! Da, ich weiß nicht, dass fuck! Oh. Hier, da, nimm die mal hier! Was ist das? Ich weiß da bitte! Sekunde! Sorry, falscher Muskel. Ach. Oh, Scheiße, Mann. Das müsste gleich besser werden. Reparatur können Sie jetzt bezahlen, ne? Das war schon vorher so. Jetzt mich am Arsch weg. Hä? Guck mal, steigen Sie mal auf. Eben bin ich noch gefahren. Alter. Warte. Das bezahlen Sie aber jetzt. Ne, ich bezahle hier lieber den Schaden als. Nö, Sie bezahlen Schaden, das jetzt. Oh, fuck. Gucken Sie. Sie bleiben. Auch mal rein, dann mache ich ihre Birne weich. Scheiße, Mann, warum fahren die alle Junge, so scheiße? Junge, dieser Typ geht mir auf den Sack, Alter. Oh, fuck. Was ist denn in dieser gottverdammten Stadt, Alter? Oh, fuck. Scheiße, Mann. Ah, fick die Wand. Gottverdammten Penner! Boah. Warte mal, wo packe ich noch ein bisschen? So, Sekunde. Zack, zack. Aber ja, stimmt, ich hatte dir. Was kostet der Schäfter?
65.000 ja. oder so. Okay, macht es. Dann euch so, genau. einen schönen Tag, ne? Schönen Abend ja. euch noch. Ja. Tschö. Alter, dein Audi. Ja, 3.000. 3.000? Das hat der nette Herr gerade bezahlt, ja? Ich gehe jetzt auf Bundeswehr und sag ihm das, was ich ihm das sagen soll. Und ich hoffe, der von dem ADAC bekommt das hin mit dem Auto, weil ich brauche ich, ein gutes Gelege wünsche ich, das ist ja, Alter, den hat's zerlegt. Ja, vor allem, da fehlen Türen. Das sind nicht und selbst, das, da fehlen sämtliche Autos, sämtliche Türen. Genau, da, der Herr vom ADAC, darf ich Sie mal was fragen, der Motor, der wackelte da so unverhofft in seiner, ich sage jetzt mal, Halterung. Es sah nicht mehr normal aus, dass er wieder so in alle Himmelsrichtungen wackelte. Ob der, ich weiß nicht, ob sich da so Verankerungsschrauben gelöst hat. Ich habe das mal bei einem T4 gesehen. Nee, das ist im Audi normal, dass der so ein bisschen wackelt mit dem Motor. Ich kenne mich zwar nicht ganz besonders aus, aber ich hätte deuten können, dass da vielleicht in der Halterung was nicht ganz in Ordnung ist von dem Motor. Aber den hat es ja auch übel erwischt. Also hätte mich nicht gewundert. Nee, das ist normal, dass der ein bisschen wackelt. Ja, ich glaube mir, das ist auch. Ja, gucken Sie. Aber Junge, hier ist ja an. Der ist vollkommen weg, ja, da fehlen restliche Türen. Digga, wie wär's mit dem Neukauf? Nee, Spaß. Alter. Nein, das habe ich kein Geld. Können wir machen, ja. Also. Ob sie das mit dem kleinen Kasten hinbekommen, ist eine andere Frage. Ja, warten Sie mal, ich muss hier mal ein bisschen gegentreten, dann wird der auch besser. Da sind hoffentlich Türen drin. Hoffentlich eine Motorhaube. Die Türen und die Motorhaube, wie sind die Lage? Müssen wir erstmal von. Weiß nicht was. Die haben es in der Jackentasche, ne? Nee, die habe ich hinten in dem Raum da. Können Sie mir einmal tragen helfen? Kann ich gerne machen, ja. Ich komme mit mir. Nee, ich trage auch welche. Ja, die Türen sind ein bisschen schwer, das ist bei dem Auto normal. Ja, das geht. Was wiegt so eine Tür? Ungefähr. Ich glaube, da wiegt eine Tür 3,4 Kilo. 3,4. Oder also ein bisschen. Einste? Also ich hätte schon so irgendwie auf 10 Kilo getippt irgendwie. Sie haben ein bisschen Technik mit drin. Ich weiß nicht ganz genau, wie viel. Noch eine Tür. Wupp. Noch eine Tür. Die Motor kommt jetzt selbst zu. Ja, nee, die nehme ich. Alles gut. Okay. Oh ja, die wiegen aber schon ein bisschen was. Ja, gut, da war ich mit 3 Kilo falsch. Ja, gut. Ach, also, einmal hier nebenlegen, bitte. Mach ich. Ja. Kann Platz. Zack. So, reicht schon. So, dann gucken wir mal. Ja. Also, der hat auf jeden Fall mehr als 50. Ich erkenne mein eigenes Kennzeichen nicht mehr. Das ist komplett verbeult. Oh, alles ist verkehrt. Der schöne Wagen, Mann. Da muss alles neu gemacht werden, ey. Ja, ich guck mal. Ja. Danke. Hi, der Fitzka, ey, dieses arme Auto. Weißt du wie, das sieht echt schlecht aus, dann wenn du den weiterverkaufst, ne, als Unfallfahrzeug. Ich verkaufe den auch nicht weiter, weil wir den haben. Den bleib, mach bis der abgeschrieben ist. Ich glaube der ADAC, dann wird der vom ADAC bekommen, kacke doch hin. Wenn nicht, gehe ich zur Versicherung, verklag und klag die anderen, dass ich ein Auto brauche. Das kann natürlich sein, ja. Ja. So, also Sie können mal versuchen, die Stoßstange hinten ein bisschen auszuballen. Arbeite mal vorne ein bisschen. Ich guck mal an der Klappe hinten auf. Probier das du mal, ich bin mal kurz im Gedanken. 2 Sekunden. Ja, danke. Ja. Das haben wir ja perfekt hinbekommen zusammen. Taiwan. Ja, Moment. Moin. Also hinten ist alles wieder ausgebeult. Sehr gut. Also ich sehe schon, der ist noch ein bisschen dreckig, soll ich ihn das auch noch sauber machen? Das ist sehr freundlich, ja. Ah, guck mal, er lebt wieder, Kollege. Ah, ja, ich hab grad gar nicht aufgepasst. Ich hab hinten ein bisschen gearbeitet, der hat vorne gearbeitet. Da haben wir die Tür eingehangen, verkabelt, fertig. Aha. Ja. Hast du irgendwie ein paar Leitungen irgendwie vorne zerlegt oder irgendwie Batterie abgerissen oder sowas? Also ich glaube an den Türen war ein Problem, aber sonst war die Heckklappe. Ist der Airbag, der hat ausgelöst, ne? Ja, der hat ausgelöst. Okay, ja. Den hab ich gerade ausgetauscht. Gut, super. So, ist da wieder fahrtüchtig. Probier mal kurz. Das sieht erstmal gut aus. Ja. Ich glaube, der fährt ja. Das ist schön. Sieht erstmal gut aus so? Ja, das ist super. Gut, dann bezahlt ist ja schon. Dann will ich die Vorschau. Schon bezahlt. Genau, ja. Dann machen Sie am besten mal eine Probefahrt, wenn irgendwas nicht läuft, kommen Sie einfach zurück. Ja, ich muss nochmal unterschieben oder so, mal gucken. Alles klar. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Tag, ne? Ja, danke. Danke, das Gleiche. Kollege, fährst du mit deinem
Ich war mit meinem guten Idee, ich hab meinen schon wieder komplett vergessen. Mich hat einer umgenutzt auch. Wo ist Marvin Chevsky? ADAC kam dann, Bundeswehr kam dann, Notarzt kam. Wo ist Marvin Chevsky? Nicht hier. Kennen wir nicht. Ja, bitte von dem Fahrzeug runter, der ja. Wenn du von der Kerre runterhältst, sonst scheppert's. Ein richtiger Wasser, der Typ. Tschüss hier. Ja, hier ist immer irgendwas los. Was? Sonst was? Was? Kann auch ganz schnell in den Dienst gehen, was? Zieh ab, Alter! Erstmal was hier. Ich kann auch ganz schnell in den Dienst gehen. Also sind sie nicht mehr so fresh. Pass mal auf, Alter. Fuck mich nicht ab. Vor wem soll ich aufpassen? Mit wem rede ich da, wenn ich fragen darf? Mit deinem Vater. Mit meinem Vater, ja. Sie kleidet sich aber nicht so wie ein Clown. Ja, ich weiß. Denn wie eine Nutte rennt man nämlich rum. Ja, schön, dass du zugibst. Hä? Komischer Typ. Mhm. War ganz schön frech. Ja. Ja, ja. Kleiner Mann, großer Fässer, nichts dahinter. Ja, ist nicht so unser Niveau. Du meinst auch nicht, aber es einfach ignorieren. Kinder sind hier noch erlaubt gerade. Der in was? Weil der Typ da hinten. Der Bundeswehr? Ja. Ich glaube, das ist der. Sag mal, Tommy, ich glaube, das ist der Dings da, ne? Hier, ja, der Oberfeldwebel, wie auch immer der ist. Wer ist das? Das ist Tyrone. Du hast erst sechs? Ach nee, das haben wir das letzte Mal schon gehabt. Ja, der hatte den letztes Mal schon. Scheiße! Drum habe ich gesagt, ja, drum parke ich ja vorne. Die Flinte macht mir ein bisschen Angst. Ja, lass ihn ruhig, genau. Und der ist ein bisschen blutig, habe ich das Gefühl. Der wurde gerade erschossen, ja? Also. Ja. Er hat allen Grund. Ja, also, fahr mir halt noch mal in meine Scheißkiste, nein, du Vollpfosten, mein Presse. So, ja, sprechen Sie. Ja, jetzt steht der nächste wieder vom. Wo ist dieser komische Typ? Also, ja, der ist gerade da hinten abgehauen. Ja, ist weg. Über die Brücke. Über die Brücke abgehauen. Ja, brauche ich nicht zu verfolgen. Schussankündigung ist raus, wenn die Stadt betritt, ist er tot. Also, what? Ja. Der hat sich gegen die Bundeswehr aufgelehnt. Der Herr mit der pinken Jacke gerade. Ja. Okay. Also der von der Bundeswehr, die Rechnung hat von meiner Reparatur des Audis, was war da hinten steht, der anders angefragt, das heißt dieser, hat genau 3000 Euro gekostet. Ja, okay, Hat aber der Verursacher vor Ort schon bezahlt. Ja, okay, dann ist der Fall für mich abgeschlossen und noch einen schönen Tag. Gut, ja, und ich würde Ihnen empfehlen, da fährt er schon wieder vorbei. Ich würde Ihnen empfehlen, wechseln Sie mal die Kleidung, die sind ein bisschen blutig. Das passiert, ich bin gerade in Dienst. Alter! Jo! Meine Fresse, es reicht auch langsam mal. Ich frag mal. Ja, mach hinterher. Alter. Lass hier bloß weg. War so, richtig. Jetzt gibt's auf die Schnauze, wo ist der hin? Der ist andere Richtung, der ist nochmal durch vorbeigefahren, ne, bei uns. Murphy. Der, ich habe aber nicht aufgepasst, welche Karre der hatte. Er hatte doch diesen. Es war ein Dominator. Da ist er, an der Kreuzung, hinter uns. Was? Da ist er. Jo. So, Matthias, du hast die Waffe in der Hand, ne? Ja. Oder wir schießen. Ich habe keine Waffe. Ich sehe auf der Karte. Hier links. Fahr. Geradeaus. Ich sehe auf Navi. Ja, da vorne links. Ah. Ja, Mann. Stehen bleiben oder wir schießen. Aussteigen. Junge, hat der Nerven. Ja, der hat einen Kollegen dabei. Oh. Ah, fuck, Mann. Ganz ehrlich, ich glaube nicht an ein Audi, dass das Handling da das Beste für dich ist. Wo ist der hin, Mann? Der ist runter irgendwie. Fail-Appel. Sowas von Fail-Appel. Schau mal. Ich sitze bei dir jetzt direkt auf dem Sitz drin, nur für dich zur Info. Ich sehe gerade vor uns alles links, rechts, um besser schießen zu können. Wo ist der Mann? Wir finden. Deine Karre raucht.
Ich weiß. So, ich seh den eh auf der Karte. Ich seh den. Wieso siehst du ihn? Weil er Taxifahrer ist und ich auch. LOL. Er ist mein Chef. Der wird, der stirbt. Was? Digga, wie fassst du? Jo, was ist denn hier los? Er fährt, der ist auch mal Alter, das ist das Bild von heute. Wo ist der? Offen der Zirkel. Ja. Aber ganz schnell stehen bleiben, Kollege. Mach dir Eingänge dicht. Was soll denn das hier werden, ey? Nein, ich brauch Auto. Ich brauch Auto. Nee, sie brauchen jetzt erstmal ihren Arsch hier vom Dings. So, wir haben hier noch was zu klären. Rein in den Audi. Warum? Einsteigen. Rein warum, in den Audi. Warum? Erklär mir warum. Steig in den Audi, du bist tot. Warum? Steig ein oder du bist tot. Warum? Sag warum, ich steig ein. Verein oder steig ein. Du rammst uns hier komplett weg. Steig ein warum? Oder du bist warum? Tot. Steig ein oder steig du ein, bist ja. tot. Ah, guck mal, Junge. Abonne, wenn jemand braucht, frag einfach. Nicht einfach so miese. Treffen wir. Hm? Bist du auch noch ein Steig ein? Steig ein, Bruder. Steig ein. Ich hab nichts zu klären, mein Chef hat mit dir zu klären, Jungs. Mein Chef? Wie heißt dein Chef? Tommy heißt Chef. Okay, ich rede mit Tommy. Ich mache Tommy gute Angebot. Das kannst du ihm gleich alles sagen, Freundchen. Ja, okay. Nimm ein Funkgerät, Handy weg, alles weg. Mann, wofür brauche ich das? Erklär mir. Alles wegnehmen. Ja, komm, rückkehr. Ja, kriegst es nach der Aktion, hin. Kriegst du es wieder. Alles gut. Nee, dass man hier gewalttätig auf der Rückbank werden muss. Nein, alles gut. Ich mach nichts. Dann die Augen zu. Ich weiß schon, wo wir hinfahren. Ich weiß, wo das ja, ist. Ja, das ist ja schön. Ist vielleicht auch nicht das letzte Mal, dass du da. Vielleicht auch nicht das letzte Mal, dass du da landest, Freundchen. Ach, machen wir trotzdem. Ist doch aggressiv, so das. Nee, ist gerade ein bisschen angespannt, weißt du so. Ah. Aber komm runter, Peter, ja? Ah, alte Heimat, Bruder. Lass du mich mit deinem Bus alleine? Nee, garantiert nicht. Oho, warum? So, näheres aussteigen. Aufsteigen. Ja, Bruder, chill, warte, ich muss kurz ausschneiden. So. Ich stell mich unten hin. Ja. So. Du gehst jetzt hinter den Garten. Verstanden oder bist tot? Komm. Ich komm zu euch. Wohin, Bruder? Lauf vor. Okay. Ich kenn den Weg nicht. Ja, lauf mir hinterher. Mein Kollege sichert mich da hinten. Warum so aufstehen? Da, zu der Bank. Den setze? Da, nein, aber in die Ecke stellen. Okay. Ich fessel dich jetzt. Mach, was du nimmst. So, das ist, was ich von dir will. Frage, hast du jemanden informiert, bevor wir das Handy abgenommen haben? Nein, keine Sorge. Ja, weil ein Auto gerade hochgefahren ist. Würdest du... Warte, eine Sekunde. Boah, hier reden so viele Menschen. Schwarz. Sieh da, identifizieren Sie sich. Wow. Identifizieren Sie sich. Ich wurde einfach gerufen hier. Wer sind Sie? Ich bin ein Freund von... Also von einem der... Marcello. Cello. Ja. Sekunde, Sie fahren jetzt wieder die Einfahrt schön runter. Sie warten dort. Okay. Ja. Und wir werden gleich nochmal zu Ihnen kommen. Ja, ist kein Problem. Okay. Da im schwarzen Auto. Jetzt hat er drauf geschossen.
Ja, ich glaube. Warte. Der hat 100 Pro hier mit dem Handy, bevor wir ihn abgenommen haben, einen geholt. So, was ist hier los? So. Also. Du hast jemanden informiert, habe ich gehört. Da war gerade ein Kollege, das war der Vize-Taxi-Chef, ich kenne den. Der war gerade hier auf unserem Gelände. Ja, ich habe ihm gesagt, zwar er soll unten warten, dann hast du geschossen, ich würde ihn wieder verweisen. So. Kommst du mal mit da? Jo. Hinten über dem Hof soll er kommen. Hinten irgendwo. Was? Achso, du bist im Dings. Okay. Ich finde hier gerade niemanden unten an der Einfahrt. Ja, komm mal zurück, komm mal zurück. Da hinten ist jemand, Achtung, hinten ist der hinten. Ach, hat er gesagt. Euer Schwarzgeld 1 zu 1 wir zu haben nix. Wir haben nichts. Aber wenn ihr was habt. Das ist irgendwie kein gescheiter Deal für mich. Das ist kein Deal. Nein. Was wollt ihr denn, Bruder? Wir wollen Geld jetzt sofort. Ja, das wäre jetzt auch mein Vorschlag gewesen. Ja. Finanzielle Entschädigung. Vor Ort. Und wenn du kein Geld hast, dann lass einen kommen, der Geld hat. Du beschaffst irgendwie 100.000. Das ist schon viel Geld. 100.000 schon viel Geld. Oder ja, schon ein bisschen. Jetzt, wo du sagst, ist schon ein bisschen viel, ne? Oder du besorgst uns eine Langwaffe. Das geht auch. Das nehme ich auch in Anspruch. Langwaffe, wo kriegt man die her? Musst du irgendwo kaufen. Schwarzmarkt, Gangs. Weil du dem in der Zeit kannst du Polizei oder beziehungsweise deine Freunde informieren. Junge, ich will nur, dass alles zwischen uns gut ist, Bruder. Ich vertraue dir nicht. Du kriegst deinen Brauchst du mir nicht? Ich bin dein Chef-Abonnee. Ja, wir haben Stress mit dir. Das hängt alles für die Sicherheit. Wir geben dir deine Geräte an der Taxizentrale wieder. Guck mal, hör mir mal zu. Ich will ja, dass wir alles wieder gut ist zwischen uns. Warum sollte ich dann dir in den Rücken fallen? Erklär mir das mal. Einfach nur aus Sicherheit, weil wir haben keine Lust, dass jetzt auf einmal die Cops bei uns auf dem Hof stehen. Junge, die Cops, das sind eh diese kleinen Kinder. Kollege, was hältst du davon? Wir geben ihm, sollen wir ihm sein Zeug zurückgeben oder an der Taxizentrale? Ich bin tatsächlich dafür, weil Sicherheit vorgeht, dass wir es ihm an der Taxizentrale wiedergeben. Okay. Also, Amber, geh pennen, Mann. Ich bin was Besonderes. Du bist besoffen, du Spacko, Alter. Ich nehm die Waffe weg. Ist das Amber? Das ist Amber. Du machst. Können wir vielleicht diesen niederländischen Dildo da hinten mal wegfahren? Ich hab nur eine SMG. Ich fahr da mal weg, das ist ein Scheiß. Und wenn du was zückst, dann bist du weg, verstanden? Was ist das denn bitte schön für eine alte Karre, die du hier anschleppst? Jo, was? Was zum... Ja, im Polizeidienst, geh! Ey. Keine Lust, da runter zu fahren. Ey, welcher Pisser hat gerade geschossen? Das war geil. Ey. Ich will nicht. Alter, was du. Ah, da hat eine Waffe! Hambi, mach mal erste Hilfe, schnell! Mund zu Mund Beatmung! Lego mir! Das noch ist mein Sklave. Kollege. Noch so ein Sklave. Du bist Hamba und ein Einhorn. Und das ist Mr. Unbekannt. Das heißt, ich darf euch alle kommandieren? Nein. Also. Ich bin dein Boss, also. Tommy? Ich bin dein Boss. Achso, du weißt ja schon Bescheid hier. In Rotz. Nee, alles gut. Was los? Ich habe jetzt vor, dass ich ihn jetzt umlege, weil er macht ganz LP kaputt. Wen? Hamba. Hamba? Ach du Scheiße. Ja. Und wir sagen dem Meld, dass er. Wir sagen dem OC, dass er besoffen ist. Boah, das kommt Okay.
Was soll die Scheiße? Psst, ihr könnt mich nicht sehen. Wir sehen dich, du Affe. Wir sehen dich, du krabbelst hier rum auf dem Boden. By the way, ich werde dich jetzt umbringen, ne? Ich werde dich jetzt erschrecken. Wahrscheinlich. Und werde dem. Und ich werde dann dem. Ich mach doch gar nichts. So, ja, klar. Und Alex, einmal bitte hüpfen, warum er noch hier ist. Was? Der Typ da heißt Alex. Bitte einmal hüpfen, Alex. Nein, bitte nicht, bitte nicht, bitte. Weißt du, mit dem Messer kostet man die letzten besten Minuten. Nein. So, alles cool. Nein, nicht in die Schuss. Besoffener mit einer Waffe, ich glaube. Ihr müsst auf mich hören. Stellt euch mal vor mir. Nein, bitte. Ich gehe nicht in die Schussbahn. Ich will nicht. Ach ja, Leute, Matthias, du musst nicht auf ihn hören, der ist besoffen. Auch wenn er dein Vize ist. Ich weiß, dass er besoffen ist. Der verhält sich merkwürdig so, reden nur Besoffene. Ach komm schon. Deine letzten Worte? Ich will nicht. Unschuld. Okay, das schreibe ich so auf den Grabstein. Ich bin Polizist, bitte geh weg. Aber du hast doch den schon gekillt. Aua. Du weißt schon, so eine Schussverletzung ist böse. Das kann dir schon ein bisschen wehtun. Okay. Also eine 50er, ich hatte heute eine in der Brust, weißt du. Ich kann dir gleich in den Arsch schießen. Soll ich dir eine verkaufen? Aua, bitte nicht. Warte mal, Frieden. Ich hab noch 10 HP. Was hast du? 10 HP? Was sind 10 HP? Der hat noch 10, der hat noch ganz geringe. Also ich glaube, er meint, er hat ziemlich schwere Verletzungen. Ja, Hamba. I am the one, the way your son don't need a gun to get respect up on the street. Under the sun, the bastard son will pop the clock to feed himself and family. Für wenig Geld, ja. Will nicht. Dann musst du sterben. Und wenn du es krank ausschöpfst, du erst recht. Und mein Auto lässt du schön in Ruhe, Freundchen, sonst erledige ich dich höchstpersönlich. Guck, das geht doch gar nicht, Ja, weil es abgeschlossen ist. Das ist gut so, das war ein Test, ihr habt alle bestanden, yippie. Der irgendein Auto anfasst, was hier steht auf dem Gelände, bist du tot. Dann gibt's Stress. Und meine? Ja, dein. Hey, da hat ein Pistolenschläger, bitte nicht. Ja, ich hab da Pistole in der Pfote. Hey, komm. Tja. Und. Was machen wir jetzt mit Hamba? Platzverweis oder sowas? Nein. Ich bin daran, ihn zu töten. Ja, wieso denn? Weil du bist besoffen, Alter, Herrgott. Ich hab noch. Das tut der Situation nicht gerade gut. Du hast deinen eigenen Kollegen getötet. Ich hab noch nichts. Ich habe niemanden getötet, Herrgott. Du liegst da am Boden und. Weil das so ein Spaß hinter dem kacken Mustang da war. Mein Gott. Wer war der? So ein Kopfloser, mein Gott. Ja, der da hinten. Schon mal eine 50er in der Brust gehabt. Ja, schon so oft. Tja, dann weißt du ja, was wahrscheinlich gleich passiert. Bitte nicht. Ich kann's auch mit dem Messer machen, ne? Also da hat er nicht so viel Leid. Ja, das ist mir relativ egal. Ich habe weder was gesehen, ich überlasse dir deine ganze Kreativität. Kannst du ja an ihm auslassen. Amba, wie viel Leben hast du noch? Zu viel für dein Leben. Nein, Spaß, ich schaff das nicht. Nein, bitte. Gut, das war jetzt die Krönung, okay, nein, du bist tot. Nein, bitte. Wir sind doch alle Freunde. Ich dachte, wir sind Freunde. Sag auf Wiedersehen zu deinem Leben. Ich will nur ein bisschen spielen. Bitte. Soll ich? Lass mir die Chance, bitte. Ich mach auch nichts. Ja, das war gerade die Krönung, was du gerade gesagt hast. Also. Ich hol mal den unseren Kollegen ab, ne? Jo, mach das. Ja, und wieso ist jetzt hier Schnee? Schön, hätten wir das Ungeziefer auch beseitigt. Schöner Tag. Ach ja, so lässt sich's leben. Schön, der Mafia. Eigenes Grundstück. Alles ruhig. Paar Blutflecken. Narben bekommen, also schon permanent, ja. Hey, wer fährt denn da gerade in der Schwarze? Dieser komische Typ, den gerade genannt ist, den man nicht aussprechen kann, der ist jetzt auf meiner To-Do-Liste bei der Bank. Marvin Chevsky, wenn der auch irgendeine Scheiße baut, dann. Wir haben dir doch gerade deutlich gemacht, dass du hier nicht zu sein hast. Deswegen bitte ich dich jetzt in aller Höflichkeit,
dass du in dieses Fahrzeug wieder einsteigst und diese Auffahrt auch runterfährst und dieses Gelände nicht mehr befährst. So, alles gut, kein böses Blut. Wird das jetzt? Ich mag Einhörner. Komm schon, ich mach doch gar nichts. Ich glaube, das steht nicht zur Debatte, ob du hier was machst oder nicht. Das Ding ist, hier gelten Hausregeln. Wenn der Chef nicht da ist, werden seine Handlanger dafür. Wir machen jetzt so. Du bezahlst meine Schulden und lässt mich hier, okay? Bitte, was soll ich? Schulden bezahlen. Nein, garantiert nicht. Deswegen auch, sobald du dich hier irgendwas näherst, einem Auto, dem Gebäude, mache ich dich platt. Aua. Ja. Überrollst du mich dann? Was tue ich? Überrollst du mich? Wie soll ich dich überrollen? Nein, ich werde dich einfach erschießen. Oh. Mit welcher Waffe? Der, die ich hier in der Hand habe. Das war knapp, das weißt du. Ja, das könnte tatsächlich ein bisschen knapp gewesen sein. Weißt du, mein Finger, der juckt ein bisschen. Also es kann durchaus sein. Ich will dich nicht töten. Naja, denke ich auch nicht, dass du das wirst. Aber du bist witzig. Ah, das ist ja schön. Chef. Hallo. Alter, ich bin der Kranke. Was macht er denn immer noch hier? Tja, der Typ dachte sich einfach, der fährt jetzt die Auffahrt hoch und belastet wieder. Was haben wir schon wieder hier? Nervt uns. Mach mal kurz Platz. Willst du mal einen 4? Nein, ich will Messer ausnutzen. Was? Ich Messer? Ja. Macht mal kurz Platz, ja. Ja, es gibt 2 von den Autos da. Ja, willst du einen mit meinem 4? Nein. Ja, bitte. Willst du mal einen 4? Ja. Bezahlst du aber dafür, ne? Und dann nehmen wir. Rutsch mal rüber. Ich hab auch ein Messer. Tja, das lässt sich im ziemlich toten Zustand nicht gut benutzen. Das stimmt. Okay. So, habt ihr nun einen Kaufvertrag oder nicht? Wenn du kein Anliegen hast, hier zu sein und keinen Kaufvertrag zustande kommt, dann ist das die letzte Aufforderung, dass du das Gelände verlässt. Ein Kaufvertrag? Was ist das? Du wolltest das Fahrzeug kaufen, habe ich das richtig gehört? Nein. Dann gibt's für dich ja keinen Grund, hier zu sein. Tschüss. Aber. Da ist die Auffahrt, da ist dein Auto, da steigst du jetzt ein und da fährst du jetzt auch runter. Das Gelände ist doch groß genug. Ihr bleibt hier und ich gehe darüber, oder? Hier gilt Hausrecht und Hausrecht sagt, du fährst jetzt darunter. Und wenn du noch ein bisschen lange aufhältst und uns nervst, ne, dann kannst du dich gerne wieder in Einzelstückchen irgendwo hinter Sandy Shores auffinden. Ihr seid doch leider langweiliger, als ich dachte. Ja, schön für dich. Ich bin leicht komisch aufhören. Alter. Perfekt, fahren kann er auch nicht. Fahren kann er auch nicht, ja. Wow, jeder. Alter, das ist so wie. Ja, ist richtig besoffen einfach. So wie unser Nils, der kann auch nicht hart. Der will 1 Meter vom Land kaufen. Von seinem Land. Er will 1 Meter. Was? Ja, hat er gerade gesagt. Ich bin hier kein Hausrechtsverwalter oder Grundstücksverwalter. Und jetzt müsste ein Sportwagen kommen und den. Das war knapp, fast wurde er überfahren. Der provoziert doch weiter, Alter. Ohne hast du noch eine Knifte? Ja. Solange, wenn er sich dem Grundstück. Ups. Ja, was? Wenn er sich dem Grundstück nähert, beziehungsweise wenn er auf dem Grundstück deutlich sichtbar ist, dann kannst du. Kannst du also nicht wegfahren? Nee, also, du musst ein bisschen lenken dabei. Der kann da ja sitzen bleiben. Du kannst da von oben runterschießen, also von dem her YOLO. Was hat YOLO gesagt? Der rennt. Und er glaubt, er. Er geht halt echt von außen. Wo rennt er lang?
Hä, wo ist der? Das ist der Zaun des Grundstück markiert. Also ist das nicht ein Argument? Das Telefon. Nein, also für mich zählt das hier noch als Grundstück, weil du kannst normalerweise. Ja, du kannst ja den Rest kaufen, dann kannst du mir das Geld geben. Ich gebe den Scheiß weg, und wenn du so frech bist, steche ich dich ab. Ganz alt. Ich will nur ein bisschen wandern. In die Richtung da. Schönen Tag noch. Hat wer noch was? Hat wer noch eine Knifte oder ein Messer noch? Nee, negativ. Also du kannst von Tommy halt, ich glaube. Ja, wo? Warte mal, was? Das hört sich der hat geschossen, an. Alter, ich verpiss mich. Ich hab keine Knifte. Da wo der steht. Komm, wir gehen mal kontrollieren, Kollege. Ja. Da wo, der gelaufen ist, wurde geschossen. Wo ist er denn? Soll ich mal so ein Auge her? Aber nicht Suizid begangen hier oder sowas, ne? Kein Plan, wo ist denn jetzt hin? Weiß nicht. Hat jetzt vielleicht. Am Ende war das sein Plan und er ist jetzt wieder irgendwo beim Grundstück und wir dürfen jetzt wieder zurückrennen. Kannst du vielleicht mal eine kleine Patrouillenfahrt hier um das Gebiet drumherum machen und schauen, ob der hier ist? Oder ich setz mich mal mit rein, Nee, warte mal, bleib du mal da, ich nehm das andere Auto und fahr mit. Also ja, fahr auch in die Gegend. Okay, dann fahrt mal getrennt. Einfach nur mal schauen, wo der hin ist, so hier irgendwie, ob der auf dem Gelände ist. Oder? Nee, ich warte hier, ich kontrolliere. So, Sekunde, ich mache noch ansprechende Hand. Ich fahr so rum, er fährt andersrum. Okay, so, die sind's. Was ist das denn jetzt? Was ist das denn? Achso. Moin. Moin. Also am Würfelpark ist der Teufel los, ich sag's dir. Echt? Ja, das ist da kriegst du. Das ist immer da kriegst du nur Kopfschmerzen. Da kriegst du nur Kopfschmerzen. Das kenne ich, mein Bester. Da ist aber auch immer. Ja, hier steht er. Ich bin außerhalb hier des steht Zaunes. Ja, er steht hier. Ich bin außerhalb des Zaunes. Er ist außerhalb des Zauns, das kann ich nicht verleugnen. Danke. Er ist also somit auch nicht auf dem Grundstück. Ja, danke, dass wenigstens einer auf meiner Seite ist. Nee, ich bin jetzt nicht direkt auf deiner Seite, aber wenn man es jetzt. Wenn man das jetzt mal nach einem guten. Ja, gut urteilen möchte, dann ist tatsächlich dieser Zaun diese Grundstücksgrenze. Und da habe ich eine Server-Connection-Interruption. Scheiße, Mann. Was ist hier wieder los? Aber wer halt Bock hat. Geil. Sekunde. Na Mensch. Na Mensch. Ist das nicht geil? Perfekt. Ja, so muss das ist ein aussehen. Geiles Auto, ne? Wann kriege ich meine 100.000 wieder? jetzt gerade nicht. Willst du mal noch eine mitfahren? Spritzt du? Ja, mach ich mal das. Ja. Ah, okay. Der Sound, göttlich. Dann lass mal hören. Ja, so klingt's halt. Ist das schon getuned? Da hab ich jetzt kein Geld mehr. Aber ich könnte jetzt noch 100.000 aufweisen, aber dann mach ich wirklich pleite. Dann hätte ich null. Ich habe gerade eine 500.000 bezahlt. Ja, man sieht so als Mafia, vor allem als Showfahrzeug, vor allem wenn du mal einen Auftritt brauchst, dann kannst du den gut nehmen. Ja, vor allem als Chef kann ich den, aber so schnell ist er gar nicht. Also ich hätte fast sogar behauptet, nimm doch den als Cheffahrzeug und lass die anderen BMW fahren. Das habe ich vor.
Halt, stopp. Ja. Glaub an dich. Soll ich? Mach Hilfe! Er gibt ja sein Bestes. Will ich hoffen. Immer nur Geduld, es wird gleich. Typisch Lambo-Fahrer, der Lambo geht immer kaputt. So, Sekunde, er packt gleich rein. Bitteschön. Danke! Dann, das war's von mir. Bis bald und gute Nacht.